Sie sind Ministerpräsident in einem Automobilland. Wie sieht das Auto der Zukunft aus? Gut, wie das Auto der Zukunft aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, aber man kann sicher als Trend sagen, das Auto der Zukunft darf viel weniger Emissionen nur haben wie heute. Ja? Und es wird sicher in Richtung Elektromobilität gehen. Nur wie schnell das geht, das können wir nicht genau sagen. Aber das Auto der Zukunft muss sehr viel umweltfreundlicher sein wie heute. Sonst hält es der Planet nicht aus. Denn wir bekommen ja weltweit noch Millionen neue Autos dazu. Die Landesregierung hat heute die Landesinitiative Elektromobilität beschlossen. Was macht das Land für den Ausbau der E-Mobilität und was ist das Ziel? Das Ziel ist erstmal kurzfristig, dass wir uns mit dieser Initiative zugleich um eine Bundesinitiative, das Schaufenster Elektromobilität, bewerben, weil wir dann doch erhebliche Gelder vom Bund bekommen. Und wir wollen damit einfach die Elektromobilität vor allem hier im Stuttgarter Großraum ausbauen, zum Beispiel das Car2Go-Projekt von Daimler-Benz, wo 500 Elektrosmarts hier dann geleast werden können, wenn man es halt braucht. Ja. Also das ist so was ganz Konkretes. Dazu müssen ja Elektrotankstellen gemacht werden, die Plätze, wo man das dann hinstellen könnte. Also wir bringen da die verschiedensten Akteure zusammen, damit die Leute auch ganz praktisch mal mit einem Elektroauto in Berührung kommen und es sozusagen für irgendeine Fahrt, für die sie es brauchen, mieten können. Es wird heute übers Handy dann bezahlt. Also auch da braucht man moderne Zahlsysteme. Also da muss man die verschiedensten Akteure einfach zusammenbringen. Was sind neben der Elektromobilität weitere Bausteine für die nachhaltige Mobilität, wie sie die Landesregierung anstrebt? Es geht natürlich nicht nur ums Elektroauto, es geht zum Beispiel auch um Elektrofahrräder. Die werden eine ganz große Zukunft haben. Aber die älteste Elektromobilität sind natürlich die Straßenbahnen. Ja? Und das ist ein Hinweis darauf, nachhaltige Mobilität heißt nämlich viel mehr. Nämlich, wie vernetzt man klug die Verkehrsträger, sodass sich die Menschen in Zukunft zwar schnell bewegen, aber etwas vernünftiger. Also, dass sie auch zu Fuß gehen, dass sie mit dem Fahrrad fahren, dass sie mit der Straßen- oder der U-Bahn fahren, wenn sie brauchen, dann ein Auto leasen. Ja? Und das miteinander zu vernetzen, sodass es viel umweltfreundlicher wird, das ist wichtig, um zum Beispiel Staus im Großraum Stuttgart zu vermeiden und damit auch die entsprechenden CO2-Emissionen. Es geht Ihnen aber nicht nur um die nachhaltige Mobilität, sondern um eine umfassende ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Was heißt das? Ja, ich meine, Mobilität trägt zum Beispiel zu etwa 30% zum CO2-Ausstoß bei. Aber wir müssen ja auch anders heizen. Ja? Die Maschinen müssen anders laufen. Die Geräte dürfen viel weniger Strom verbrauchen. Also, dass in der ganzen Wirtschaft grüne Produktlinien sich durchsetzen, die viel weniger Rohstoffe und die viel weniger Energie verbrauchen, das ist die große grüne industrielle Revolution, die wir global brauchen. Sonst hält es unser Planet nicht aus. Wir müssen also unsere ganze Lebens- und Wirtschaftsweise ändern und grüner machen. Bald ist Heiligabend. Was wünschen Sie den Menschen im Land zu Weihnachten? Ja, ich wünsche, dass sie einfach die Zeit haben, mal von der Hektik des Alltags Abstand zu nehmen und sich über die wichtigen Fragen, die jeden Menschen umtreiben, mal überlegen können, dass sie aber auch mit der Familie, mit ihren Freunden und ihren Lieben zusammen feiern und sich ausruhen können. Also jedenfalls sozusagen Ruhe und Besinnung.